meine Lieben. Herzlich willkommen zu unserem Künstlergespräch. Heute unterhalten wir uns mit Rea Standke über ihre Kunst. Hallo Rea, hi. Ja, hallo Ekaterina. Ja, schön, dass du bei diesem Projekt dabei bist. Und als ich deine Bilder gesehen habe, hat mich wirklich so diese Ruhe und Harmonie, fast kosmische Harmonie, beeindruckt. Als ich allerdings dann gesehen habe, wie manche Bilder entstehen, da war ich wirklich fasziniert. Und darüber werden wir mit Sicherheit sprechen. Aber ja, erstmal zu deiner Person. Du hast an mehreren Kunstakademien studiert. Seit 20 Jahren bist du mit Kunst intensiv in Berührung. Und du hast dann in Freiburg studiert und auch an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie. Und darüber würde ich ganz gerne mehr erfahren. Aber als erstes die Frage, wie kamst du überhaupt zur Kunst? War deine Familie so kreativ, dass sie dich dann an die Kunst eingeführt hat? Oder wie kamst du dazu? Ja, also bis zum gewissen Grad könnte es schon sein, dass meine Familie dann also einen Einfluss ausgeübt hat. Weil mein Vater zum Beispiel war tätig als Schriftsteller, jetzt nicht hauptberuflich, weil das in der DDR nicht möglich war, aber er hat halt dann nebenbei viel Gedichte geschrieben, und bei uns lag dann die ganze Wohnung voll mit Gedichten auf dem Fußboden. Und meine Eltern waren jetzt halt nicht angepasst in der DDR. Sie sind halt haben damals schon so Hollywood-Sachen abgelehnt, wobei die gab es aber auch nur begrenzt. Aber sie haben sich auch damals schon für Programmkino interessiert, haben sehr viel gelesen. Und meine Mutter hat am Dresdner Staatstheater gearbeitet. Dann war ich als Kind, so mit 5, 6 Jahren, war ich dann immer am Dresdner Staatstheater, und da liefen ja damals Opern an, also weil ja die Semperoper war ja damals kaputt. Deswegen liefen dann die ganzen klassischen Opern von Mozart, Wagner und so weiter in der Dresdner Staatsoper. Und das habe ich dann als Kind mit 5, 6 Jahren auch schon miterlebt quasi. Und bin dann immer rumgerannt im Staatstheater. Und ja, habe ich dann halt schon die künstlerische Atmosphäre auch miterlebt. Ja, dann verstehe ich die Dramatik in deiner Arbeit, beziehungsweise so wie die Bilder entstehen, jetzt deutlich besser, wenn du schon so früh mit Oper oder mit auf solche dramatischen Darstellungen in Berührung kamst. Dramatik hattest du allerdings auch in deinem Leben viel gehabt, und du hast interessante Sachen gesagt. Wenn man so diese schwierige Gefühle im Leben erlebt, da hat man als Künstler besondere Tiefe. Ich finde es so wunderbar, dass du auch schwierige Gefühle dann in so etwas Wunderschönes und sehr Harmonisches umgewandelt hast. War das von Anfang an so, dass du in deiner Kunst dieser Frieden und Harmonie und Schönheit darstellen wolltest? Ja, schon. Also ich habe ja 1996 angefangen, in Freiburg, / Karlsruhe, zu studieren. In den ersten Wochen wusste ich dann noch nicht genau, was ich überhaupt kreieren will, weil man wird ja da ins kalte Wasser geworfen, und es sagt einem ja keiner, es gibt keine Aufgaben, ne? Und dann muss man selbst schauen, zu was man sich halt hingezogen fühlt. Und das hat ein paar Wochen gedauert, bis ich dann halt zu dem Thema der Blume gekommen bin. Und so hat das. Also ich denke, das ist schon bei mir ein großes Inhalt, also Gesamtinhalt, weil ich habe ja auch eine Feng Shui-Ausbildung, da geht es ja auch um die energetische Harmonie, also die Kunst der Wohnraumgestaltung, beziehungsweise überhaupt, wie der Energiefluss am optimalsten ist. Und das ist ja auch was jetzt in meinen Bildern, da geht es ja auch quasi um die Komposition, also es geht nicht nur um die Komposition, aber klar auch um die Energieflüsse und die Zustände. Und ja, ich will schon viel, also es geht schon um Harmonie auch, weil ich selber das für mich brauche. Also im Prinzip brauche ich die Malerei ja auch erstmal für mich, um mich selber in einen harmonischen Zustand zu bringen. Das ist halt schon der Platz, also der Malplatz ist schon der Platz, der mich am meisten
sozusagen reparieren kann, also falls ich jetzt in einer disharmonischen Stimmung bin, ne? Und ja, das würde ich brauchen. Mhm. Ja. Du kommst ja ursprünglich aus DDR und die Ausbildung und auch Studium in DDR war natürlich ganz anders. Du hast das sicherlich nur in der Schule erlebt, aber das war ja schon alles strenger. Es gab deutlich mehr Vorgaben. Allerdings kamst du nach Westen in eine und dann in die andere Kunstakademie. Ja, und da durfte man wirklich so komplett frei arbeiten oder musste sogar. Ja. Wie hast du das empfunden? War das für dich eher so belastend, dass man sich selber alles organisieren und ausdenken muss, ohne Vorgaben? Nee, das würde ich nicht sagen, weil ich hatte ja vorher auch schon die Keramikausbildung in Bayern gemacht. Und da war es auch so, dass ich mir fast alles selbst ausgedacht habe. Also die ganzen Formen von den Gefäßen und die Muster, Dekorationsmöglichkeiten. Da bin ich halt auf ganz auch viele Ideen gekommen. Und da war ich sehr froh, dass ich quasi zum hohen Prozentsatz machen konnte, was ich wollte. Dadurch, dass ich quasi mit 16, 17 hatte ich dann meine Ausbildung beendet, damals in der DDR als Kauffrau. Und dann war ich in der Hippie-Phase quasi und da haben wir auch gemacht, was wir wollten. Also von daher war ich das schon, und überhaupt war ich auch immer sehr selbstständig. Als Teenager habe ich ja immer viel selbst kreiert und bin auch dann zur Volkshochschule gegangen, um Sprachen zu lernen, um Stenografie zu lernen, also alles so von selber, ohne dass mir jemand gesagt hat, dass ich das machen soll. Also von daher war ich das von mir, das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit der DDR zu tun, sondern eher mit der Familienstruktur, dass ich von Anfang an oder schon seit langer Zeit auch als Teenager schon so selbstständig war. Ja, also, war das für dich ungewöhnlich, diese Verantwortung zu übernehmen und für dich selbst zu sorgen? Weil ich glaube, du warst ja schon so sehr eigenständig und eigensinnig sicherlich. Und wie hast du das als Kind empfunden? Ja gut, als Kind reflektiert man sich ja nur bis zum gewissen Grad. Und das hat mich jetzt erstmal, das merkt man ja dann selber auch gar nicht. Ich war einfach so ehrgeizig und wollte so viel lernen halt und so viel kreieren. Also ich habe immer Sachen gemacht wie, keine Ahnung, Pullover gestrickt, gehäkelt, Klamotten. Ich habe mir alle meine Klamotten selber genäht und mit komplizierten Mustern und so. Das war ja damals noch nicht so, da hat man noch nicht so eine einfache Nähanleitung gehabt wie jetzt. Na, jetzt kriegt man ja das Muster für eine Klamotte, aber damals waren irgendwie 10 Klamotten auf so einem Papier, muss man so rausrädeln mit so einem Rädelgerät. Ich war einfach schon immer glücklich, wenn ich was produziert habe. Das ist für mich auch sehr wichtig, was Praktisches zu machen, wo ich dann halt auch ein Ergebnis sehe und nicht irgendwie was nur Imaginäres halt. Ne? Ja, als Künstler kreiert man sich sozusagen selber und auch eigenes Leben. Da ist man schon so sehr gefragt, so selber alle Schritte durchzuplanen, durchzudenken. Ich glaube, für viele Leute ist das schon eher abschreckend, weil du bist wie ein kleiner Unternehmer, so der wirklich an alles denken muss und alles planen muss. Und ich denke mal, dieser Gedanke von Selbstständigkeit, dass du für alles verantwortlich bist, gibt natürlich auch die Möglichkeiten oder auch die Freiheit, das Leben als Künstler zu gestalten. Weil es ist sicherlich nicht immer so ganz einfach und man hat unterschiedliche Erfahrungen, nicht nur positive, aber diese Möglichkeit, wirklich so frei zu gestalten und auch sich selber irgendwelche Projekte zu überlegen und etwas Eigenes zu kreieren, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ja. Ja. Und zu deiner künstlerische Sprache, wie kommst du dazu? Du hast erzählt, das hat so vor 20 Jahren angefangen. Mhm. War die Sprache auch schon so ähnlich oder gab es da immer? Ja, es hat sich so entwickelt. Also es ging schon immer, also sag ich mal, 96 wurde ich hier aufgenommen an der Akademie, an der Staatlichen Akademie Karlsruhe, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Werkstelle Freiburg bei Peter Dreher und dann
wie gesagt, musste ich halt erstmal schauen, was mich halt so interessiert. Ja, aber es hat schon mal ein paar Wochen gedauert, aber da kam ich dann schon zu dem Motiv der Rose. Ja. Genau, und da ging es dann auch schon darum, aus einer kleinen Sache, also sprich von der Blüte der Rose, ein größeres, also das aufzublasen, das Motiv. Also die Rose ist ja irgendwie, weiß man ja, wie groß eine Rose ist, und meine Bilder sind ja deutlich größer. Also damals habe ich vielleicht so ich weiß nicht, so 80 mal 70 oder 100 mal 100, also hatte ich tendenziell auch manchmal Quadratmotive. Das waren ungefähr die Größen, und jedenfalls habe ich dann immer im Blumenladen die perfekte Rose gesucht. Also dann kann sein, ich bin dann irgendwie stundenlang durch die Stadt gelaufen in den Blumenläden, habe die perfekte Rose gesucht, weil es auch so wichtig ist, wie die innen aussieht, ne? Weil das ist ja ganz verschieden. Und also es ging gar nicht so um die Farbe dann erstmal, sondern um die Formen. Ja. Und genau, und die habe ich dann in so eine Vase gestellt, und links unter mir quasi stand dann die Vase mit der Rose, und das habe ich dann quasi aufs Bild vergrößert. Also nur der Blick in die Blüte hinein. Und das ist ja jetzt, hat sich dann jetzt im Laufe der letzten, es sind sogar 25 Jahre, halt so entwickelt, dass quasi, ist ja immer noch viele Blüten in meinen Gemälden, beziehungsweise ist alles voller Blüten. Also der Ursprung ist die Blüte oder die Blume. Und das ist ja, geht ja immer noch von einer kleinen Welt aus, die dann zu einem multidimensionalen Weltengebilde aufgebaut wird, quasi. Also es ist ja etwas, was, ja, also vom Markt. Mikrokosmos zum Makrokosmos, also von dem Kleinen zum Großen, das ist auf jeden Fall von Anfang an das Thema gewesen, und es hat sich jetzt halt weiterentwickelt in die Multidimensionalität. Ja. Was bedeutet Schönheit für dich? Haben die Blumen da eine ganz besondere Schönheit für menschliches Auge? Oder ja, warum ist gerade Ja. dieses Motiv? Und wann ist Ja. eine Blume schön? Ja, okay, für mich kommen jetzt in Bezug auf meine Gemälde natürlich nur bestimmte Blumen in Frage. Das hat dann mit Form, hauptsächlich was mit Formen zu tun. Also ich verwende ja Rosen, Papageientulpen, überhaupt Tulpen, glatt will nicht, Magnolien, Ja. Iris und Mohnblumen. Das wird miteinander kombiniert, weil das aufgrund der, klar, bei den Mohnblumen die Farbigkeit natürlich auch mit dem intensiven Orange und so. Und die Rose ist ja relativ gleichmäßig arrangiert, aber ist nicht komplett. Und dann die anderen, also wie zum Beispiel die Papageientulpen, sind ja sehr barock Ja. und halt so eine einen gewellten Rand, und sind auch ziemlich tendenziell ungleichmäßig. Also ich brauche halt so tendenziell ungleichmäßige Blumen, ne? Also Hattest du als Kind so ein schönes blühendes Garten erlebt oder ja, ich bin mit Garten aufgewachsen, und ja, wir haben sehr viel Zeit draußen verbracht. Das ist nicht so wie heute heutzutage bei den Leuten. Also wir hatten einen größeren Garten, und dann haben wir klar, wir hatten ein Blumenbeet auch und sehr viele Obststräucher und Bäume, ungefähr 12 Johannisbeersträucher, das ist schon ziemlich viel. Und dann haben wir auch mal am Wochenende zum Beispiel Johannisbeeren gepflückt oder Stachelbeeren oder Äpfel und Kuchen gebacken. Also von Ja. daher, wir waren auch viel im Wald, haben Pilze gesammelt, also schon viel mit der Natur aufgewachsen. Kann das sicher auch beeinflusst haben, ne? Also, Ja. ja, also ich habe schon eine starke Sehnsucht nach der Natur, und Ja. hätte jetzt keine Lust, Häuser zu malen. Habe ich auch alles schon mal probiert. Häuser, also Bäume zum Beispiel, male ich auch nicht, weil das sind ja so viele kleine Blätter, und das ist ja das Gegenteil, ne? Es ist ja, ich will ja von was klein, nicht von was klein, aber
was eine bestimmte Form hat. Und die Blätter haben jetzt eine ganz andere Form, die ich jetzt gar nicht wiedergeben will. Also Beispiel jetzt. Also es ist nicht so, dass ich alles malen will, was jetzt auch von der Natur kommt. Also. Ja, als ich ein Video gesehen habe, so das erste Video, wie du ein Bild malst, das, du hast ja zwei unterschiedliche Arten von Bildern. Eine Art von Bildern, du nennst die so eher ruhige Bilder und die andere sind halt wild oder auch Schlagbilder. Und ich war absolut fasziniert, wie so ein Bild entsteht. Man spürt extrem viel Energie, also mit der du die Bilder malst, aber auch vielleicht viele Menschen, die haben viel Respekt davor, aber ich spüre auch viel Wut, ja, was aus dem Bauch herauskommt. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie du diese Wut in etwas Wunderbares, Schönes und Dreidimensionales oder so mit noch mehr Tiefe umwandelst. Und ich glaube, da können die Leute wirklich davon profitieren, so diese Erfahrung zu machen. Wie kann ich da meine innere Wut oder meine innere Energie, die, mit der ich vielleicht so im täglichen Leben gar nicht so gut klarkomme, so in etwas Kreatives und etwas Schönes transformieren? Und ja, wie empfindest du das? Was ist für dich Wut? Und meinst du, dass die Menschen dann einen besseren Weg haben, mit Wut umzugehen, als irgendwie passiv-aggressiv dann miteinander umzugehen? Ja, auf jeden Fall. Also man sagt ja, Aggression heißt ja quasi aus sich herausgehen. Also das ist ja, ja. Überhaupt nichts Schlimmes. Aggression und Wut, solange man es halt nicht auf andere Leute, an anderen Leuten auslässt, kann das ja schon auch hilfreich sein, wenn man es halt irgendwie beispielsweise kreativ, wie in meinem Fall, umsetzt, weil klar, ich meine, Wut hat jeder, also die Leute wollen halt das gerne nicht wahrhaben, aber ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der immer völlig im Einklang ist und es ist ja besser, wenn man bringt etwas heraus, quasi aus sich, als dass man es halt in sich so immer weiter sich selbst auffressen lässt quasi nicht. Und ja, also ich habe für mich diese Methode gefunden, da muss ich sagen, hat mir die Akademie in Düsseldorf schon auch sehr geholfen, weil ich da halt gesehen habe, also ich male schon viel mit Pinsel, ne, und Ölfarbe bei den sanften Bildern und bei diesen dynamischen Bildern, wo ich da Farbe drauf schmeiße und im T-Shirt die Farbe wieder rausschlage, da bin ich durch diese Akademie in Düsseldorf hat sich da bei mir sowas entwickelt. Also, weil ich da gesehen habe, ah ja, manche Leute, die machen mit Bunsenbrenner Fackeln, die da an der Leinwand rum und das sieht man also gar nicht mit Farbe und Pinsel. Und was die da halt so für Möglichkeiten da haben an der Akademie, da wurde so viel experimentiert halt, ne? Und ja. Da bin ich dann, weil vorher war ich schon auch so noch stark geprägt, dass ich einmal eigentlich nur mit Pinsel und Farbe malen kann. Und da habe ich halt gesehen, da gibt es ja alles Mögliche, was man machen kann. Ne? Und ja, so bin ich dann darauf gestoßen. Und es war auch so, dass ich quasi damals einen Druck hatte vom Professor, weil ich kam nicht mehr weiter. Ja? Also ich bin da an einem Punkt, wo ich, also meine Sachen hatten eine gewisse Plattheit, also hatten nicht so viel Räumlichkeit. Das wusste ich selber, aber ich konnte es nicht ändern. Und dann hat der Professor mich schon kritisiert, also der Herbert Prantl. Und dann hat er gemeint, ich soll bald Abschluss machen. Und da hatte ich voll den Stress. Und dann habe ich irgendwie gedacht, egal, ich mache jetzt was, ich tue jetzt alle Bilder überarbeiten, weil ich kann ja jetzt eh nicht mehr verlieren. Und da habe ich alle möglichen Methoden ausprobiert, meinetwegen auf so eine Pappe Farbe geben und dann mit einer Tüte die Farbe aufnehmen und das dann so aufs Bild tupfen zum Beispiel, ja, und so, das gibt dann so gröbere Farbsprenkel mit einem Duktus sozusagen. Und dann kam ich irgendwie über diesen Prozess, wo ich so alles Mögliche ausprobiert habe, zu dieser Methode mit dem T-Shirt schlagen. Und nach einem Monat kam der Professor wieder und dann war er ganz begeistert von mir. Da hat er mich von früh bis spät gelobt. War ganz begeistert einfach, weil da sind auch wirklich gute Sachen dabei rausgekommen. Und dann quasi aufgrund von einem gewissen Druck bin ich dann zu sowas, auf diese, hat sich das da entwickelt quasi.
Ja. Ja, die Menschen, die haben ja oft Angst vor dem Druck oder so, von seinem Stress, ja. Und viele sagen, ja, ich warte auf eine Muse, die dann vorbeikommt und dann kann ich arbeiten. Wie siehst du das? Wie viel Druck braucht man eigentlich im Leben, damit man doch diese Kreativität entwickelt? Ja, also das ist verschieden. Na klar, ist natürlich so, wenn man jetzt wenig Druck hat, sage ich jetzt mal, dann neigt man schon dazu, immer wieder das zu malen, was man schon kann halt. Das mache ich ja Ja. auch, weil ich will mich ja auch entspannen und will ja auch gern das machen, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Wenn man jetzt irgendwie gewisse Stresssituation hat, kann das dann schon dazu, also angenommen, man hätte jetzt eine Ausstellung und hat nur noch so, keine Ahnung, nur noch 2 Wochen Zeit und braucht so und so viele Ja. Bilder. Da weiß man ja, das kann man jetzt irgendwie mit einer harmonischen Methode nicht mehr schaffen, quasi, ne? Und dann müsste man sich schon was anderes überlegen, wie man jetzt irgendwie eine andere Methode, also da können sich überlegen, ne? Also kann schon manchmal dazu führen, dass irgendwie so eine Spezialsituation dazu führt, dass man auf neue Ideen kommt, weil man es auf die übliche Methode nicht schaffen kann, quasi. Ja. Also denk mal, wenn man immer unter Druck stehen würde, da muss man schon auch eine Lösung für sich finden, dass man, wenn man jetzt beispielsweise eine Ausstellung ausstehen hat und das ist vielleicht eine renommierte Ausstellung, beispielsweise in einer Galerie und so weiter oder im Museum und man weiß, also man hat nicht genug gute Bilder, als dann muss man auch loslassen. Also man muss trotzdem, obwohl man Druck hat, auch loslassen. Also weil das funktioniert bei den wenigsten Leuten, dass sie quasi auf Knopfdruck gute Bilder produzieren können. Also das ist ja dann so eine Kunst, irgendwie dann einerseits zu wissen, ich muss jetzt noch so und so viel schaffen, aber zur gleichen Zeit muss man auch wieder loslassen, dass es womöglich nicht funktioniert. Also, weil loslassen ist schon auch ein wichtiger Faktor, bei mir zumindest, dass ich auch, also klar wünsche ich mir, dass es halt das bestmögliche Bild wird, das nächste Bild sozusagen immer, aber ich muss zur gleichen Zeit auch das loslassen und sagen, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts, ne? Weil wenn ich da so festhalte, dann wird es auf jeden Fall nichts. Aber du gehst ja schon so sehr gerne über die Grenzen. So, jetzt warst du zum Beispiel auch längere Zeit bei einem Aufenthalt in Südamerika und hast auch deine eigenen neue Erfahrungen gemacht. Und trägt das alles dazu bei, dass man so, immer wieder auf die neue kreative Lösungen kommt, wenn man da wirklich auch so aus alltäglichen Leben dann rausgeht, obwohl bei Künstler ist diese alltägliche ist auch so ganz alltäglich. Das ist ja dann so, dass man faktisch, also klar, alle Erlebnisse fließen ja irgendwie in die Kunst mit hinein. Und also so Heiltätigkeit, ich gehe schon, versuche schon halt mich innerlich halt auch zu heilen. Und dazu suche ich mir dann schon halt entweder einen Heiler, hatte ich eine Zeit lang in NRW, das hat er schon auch, also da wurde. Das ist ja energetische Heilung. Da ist es schon, hat es in mir viel bewegt oder geheilt, sag ich jetzt mal. Und das hat man dann schon auch in meinen Bildern gesehen. Also da kam dann die Tiefe und die Räumlichkeit in meinen Gemälden. Und das habe ich, also man kann schon immer sagen, dass natürlich ist das Kunstwerk ein Abbild von einem selbst, also von Ja. dem Inneren, wenn es sei denn, es gibt ja Leute, die. Haben dann Distanz dazu, aber bei mir ist auf jeden Fall ein Spiegelbild. Und wenn ich da jetzt beispielsweise in Kolumbien bin und dann als Beispiel, da war ich ja auch bei Schamanen und habe da auch viel innere spirituelle Weiterentwicklung quasi erleben können. Und das wird sich auf jeden Fall in meinen Gemälden wiederfinden. Das kann ich jetzt, das muss ich, das braucht halt längere Zeit nicht. Also da kann ich jetzt noch nicht wissen, wohin das dann geht, aber ich schätze schon, dass das also es hat auf jeden Fall einen Einfluss, ne? Ja. Möglichst einen guten, hoffe ich. Also ich bin seit 3,5 Wochen wieder da und jetzt bin ich dann langsam, komme ich wieder in dieser Malwut drinne, weißt du, am Anfang war ich so, weil ich ja irgendwie über 3 Monate nicht gemalt hatte, da
hatte ich ein bisschen Zeit gebraucht, um da wieder reinzukommen. Und jetzt habe ich Ja. wieder voll diese Malwut und habe voll Bock, Unmengen an Bildern zu malen. Und ich denke mal, da malt man sich auch frei, weißt Ja. du? Mit jedem neuen Bild malt man sich immer wieder mehr in die Freiheit hinein, quasi. Und dann kommt halt das, was man in sich trägt, immer mehr halt zum Ja. Ausdruck. Also. Du hast ja auch sehr schön gesagt, dass an deinen Bildern sieht man, wie du dich fühlst. Ja, das sind so die Abbilder deiner Empfindungen und das finde ich auch wunderschön. Aber ich glaube, das ist auch etwas mehr, weil findest du nicht, dass du auch so eine, oder überhaupt die Künstler sind solche Art Schamanen, die dann so diese Empfindungswelt für die Allgemeinheit halt in einer besonderen Sprache übersetzen und etwas sichtbar machen, was eigentlich so schwer in Worte zu fassen ist. Ja, klar, also da bin ich zum Beispiel froh, dass ich jetzt in Düsseldorf nochmal war, an der Akademie, weil da wird nicht so viel gesprochen, also tendenziell. Also zum Beispiel, Ja. als ich in Karlsruhe war, da mussten wir, also Schrägstrich Freiburg, hatten wir immer dann einmal im Monat eine Gesprächsrunde, da wurde halt ein Künstler, sollte seine Sachen vorstellen und dann haben alle was dazu gesagt. Und da ging es halt auch sehr um, nicht sehr, aber tendenziell um konzeptuelle Sachen und was hat man sich dabei gedacht und so weiter. Ja. Und jetzt beispielsweise in Düsseldorf, das finde ich halt, ist halt auch mein Ansatz, dass ich finde, weil ich gehe mehr von energetischen Faktoren aus und von emotionalen und seelischen Aspekten, als dass ich jetzt versuche, so mental mir da so mentalen Input hineinzugeben, weil was habe ich mit, man, natürlich hat man sich irgendwas dabei gedacht, aber das Denken ist aus meiner Sicht überhaupt gar nicht das Relevanteste, weil viele Leute denken irgendwie, der Kopf ist irgendwie, der steht auf Platz 1, aber der Kopf sollte eigentlich, also der sogenannte Verstand, der ja oft nichts versteht, aber hat eigentlich eine untergeordnete Rolle. Und zum Ja. Beispiel die Seele ist ja wohl, hat den höchsten Platz, sage ich jetzt mal, und kann ja auch, hat ja eine viel weitgehendere Perspektive. Und auch der Instinkt und die Intuition und die Emotionen, das Herz, das hat ja eine, also für mich jetzt zum Beispiel eine höhere Priorität als jetzt das Denken. Und von daher ist es ja so, dass da ja viele unterbewusste und auch energetische Faktoren mit hineinkommen, beziehungsweise man ist auch Kanal. Also ich versuche schon auch Kanal zu sein, dass ich bis zu einem gewissen Grad mich halt auch führen lasse und eine göttliche Energie durch mich hindurchfließt. Also na, dann kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viel kommt jetzt konkret von mir und wie viel kommt dann vielleicht auch von der, ich sag mal, göttlichen Schöpferkraft durch mich hindurch. Und das wird halt hier beispielsweise an der Kunstakademie in Düsseldorf zum Glück gerade auch in der Klasse Brandl, die nennt er malt ja quasi gestisch, ne? Also das mit den Schlagbildern ist auch eine gestische Methode quasi. Und da geht es eben nicht darum, was hat derjenige sich konkret dabei gedacht. Also, ja, also, weil der Gerhard Richter hat ja auch gesagt, das Bild muss mehr wissen als er selber. Ja, Ja, und ja, das finde ich schon, dem kann ich zustimmen. Also, ja. Wobei Interpretationen von dem Betrachter, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, also wenn der Betrachter für sich etwas Besonderes entdeckt und diese Wirkung verspürt, ich glaube, dann haben wir unser Ziel erreicht und darum geht es. Einerseits so versuchen wir uns durch die Arbeit zu heilen und auch zu transformieren und andererseits ist natürlich auch an anderer Seite ist der Betrachter, ja, der auch so diese Wirkung empfängt und auch auf eigene Sprache übersetzt. Aber das geschieht wirklich ohne Wörter. Deswegen für mich ist zum Beispiel extrem schwierig, über meine Arbeit zu sprechen. Ja, also ich kann nicht erklären, warum und wieso. Ich könnte ja drüber ausdenken, aber das wird natürlich nicht das genau sein, was ich fühle, wenn ich dann arbeite. Und ja, ich finde, so da die Kunst hat ja auch schon so eine sehr symbolische Sprache und da kann man sich ruhig auf diese Sprache auch einlassen. Aber
Was meinst du, würden deine Bilder auch so diese Wirkung auch in anderen Ländern erzielen, zum Beispiel wie in, wo du warst, in Südamerika, würden die in Kolumbien, die Menschen in Kolumbien auch so diese ähnliche Empfindungen haben oder wäre das so ganz anders? Ja gut, also da ist natürlich so, dass sie jetzt mit Kunst jetzt, also ja. Haben die jetzt nicht denn sehr, kann ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt kaum jemandem gezeigt, meine Bilder, weil das ist auch so, dass hat mir eine, die aus Tunesien kommt, hat mir das auch als Beispiel erklärt, dass quasi zum Beispiel in Tunesien oder bei ihr jetzt oder bei mir in Kolumbien, da wollen die Leute gar nicht unbedingt wissen, was man für einen Beruf hat, sondern einfach, wenn sie einen mögen, dann die mögen einen einfach, ganz unabhängig davon, was man für einen Beruf hat oder nicht. Also das ist ja nicht leistungsorientiert wie jetzt in unserer Gesellschaft. Klar, jetzt hier in Düsseldorf oder in Deutschland, wenn die Leute sagen, ja, wo hast du, was machst du beruflich? Ja, ich bin Künstlerin, ich habe da und da studiert. Das finden die Leute ganz toll und denken, wow. Und jetzt als Beispiel in Kolumbien, da ist das jetzt für die nicht so wichtig. Nicht? Ob die würden einen jetzt nicht mehr mögen, weil man es da, da oder da studiert hat. Also da haben die irgendwie nicht so dieses Leistungs-, also oder dieses denken, ah, der Beruf ist gut oder der Beruf ist nicht gut oder irgendwie sowas. Also von daher kann ich jetzt da, die finden die Bilder schön, aber die können sich sie ja nicht leisten. Also es ist eher so, dass im asiatischen Raum, also da gibt es dann schon, weil da gibt es ja auch eine Kaufkraft, ne? Und auch entwickelt sich das halt auch, dass der Kunstmarkt entwickelt sich ja auch im asiatischen Raum, also sprich China, Japan, also am meisten in China. Und da ist dann wieder solche Motive, die ich jetzt male, schon sehr begehrt, weil die lieben Blumen, ne? Also in der Tradition, auch in Japan, sehr relevant. Und dadurch, dass ich natürlich bin ich jetzt Europäerin und habe eine eigene Methode, wie ich das transportiere. Und da würden, also sind die Leute schon sehr daran interessiert, also oder haben einen starken Zugang dazu. Weil es ist nicht total realistisch, weil die Asiaten neigen dazu, super hyperrealistisch zu malen. Und dann ist das natürlich gut, auch was zu sehen, was jetzt nicht ganz so klassisch ist wie das, was die jetzt so kennen halt, ne? Ja, aber diese Wahrnehmung, du meinst auch so, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie der Kulturkreis ist und ja, und für manche ist das wahrscheinlich dann tatsächlich nicht so ganz relevant oder existiert irgendwie eine ganz andere Form von Begegnung mit der Kunst und ja, das finde ich auch sehr interessant, wie unterschiedlich so diese oder wie stark diese kulturellen Unterschiede sind. Was meinst du, deine Bilder, also haben sie heilende Kraft, nicht nur für dich, aber auch für andere Menschen? Also hast du dann irgendwelche Rückmeldungen von deinen Kunden oder von den Leuten, die deine Kunst mögen? Welche Erfahrungen hast du? Ja, also ich bin schon sehr zufrieden. Also bei mir ist so, dass Leute mir sagen, dass jeden Tag, zum Beispiel haben sie es gegenüber vom Bett hängen als Beispiel und sie sagen, ja, immer wenn sie aufwachen, schauen sie auf mein Bild und immer finden sie was Neues. Also das heißt, sie werden nie satt davon quasi und sie können da irgendwie immer neue Sachen entdecken quasi und das, ihnen geht das Herz auf. Also bin weiß schon halt auch von den Käufern, dass denke schon, dass das die Leute, es ist denen auch eine Möglichkeit der der Heilung gibt quasi, weil es ja schon auch viele Herzqualitäten drin sind. Und also was für mich jetzt das Relevanteste Kompliment ist, dass sie quasi nie sich langweilen. Also können jahrelang schauen sie immer wieder mein Bild an, finden immer wieder was Neues und ist ja für mich auch so. Ich finde es langweilig mich auch gar nicht mit meinen Motiven und aber ja, das ist, war für mich immer ein Anspruch. Ich habe mir gedacht, wie kann ich das schaffen, künstlerisch wertvolle Bilder zu kreieren, die aber zur gleichen Zeit heilend sind. Weil das gibt es ja
nicht so oft. Also zum Beispiel gibt es ja diese anthroposophische Malerei, ne? Die soll ja der Heilung dienen, aber die ist ja furchtbar. Also so von der auf künstlerischer Ebene ist es halt grauenhaft. Also das gibt es nicht so oft, dass man das mit, dass es Leute schaffen, das miteinander zu verbinden. Weil es wird oft kitschig. Also Leute versuchen da irgendwas, zum Beispiel mit den Chakren, mit den Chakrenfarben, so esoterische Sachen zu malen, ne? Aber das ist dann aber energetisch total furchtbar quasi. Also das ist ja quasi, ob man von außen was scheinbar Schönes malt, aber innen ist es ganz grauenhaft, also von der Energie her, ne? Ja. Und genau, also und da bin ich froh, dass ich das dann doch jetzt in den letzten Jahren so geschafft habe, also das so miteinander zu kombinieren. Ja, ja. Also, das ist auf jeden Fall so eine Art Spagat wahrscheinlich, ja, so dass du dann wirklich so sehr gekonnt dann auf die Leinwand bringst, ja, so dass auch diese extreme Farbigkeit, weil wenn ich da deine Bilder anschaue, dann sehe ich, du vereinst dann tatsächlich so ganz krasse Farben, aber die haben trotz allem so eine wirklich sehr, sehr harmonische Zusammenwirkung. Und ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ich glaube, da merkt man auch so diese Professionalität und auch das geübte Auge. Ich glaube, so, das passiert wirklich so durch jahrelange Erfahrungen, aber auch so jahrelange Arbeit. Und ja, da merkt man sicherlich auch den Unterschied zu den Menschen, die einfach nur versuchen, so ein, vielleicht so platt bestimmte Inhalte dann auf Leinwand zu bringen. Ja, klar. Ja. Also muss man sagen, auch bei uns in der Klasse in Düsseldorf hatten die sich, also wenn man halt irgendwie fleißig ist, das heißt ja nicht, dass es jeder könnte, aber der Brandl, also mein Professor Herbert Brandl, hatte da wohl schon ein gutes Auge, die richtigen Leute für die Klasse auszuwählen, weil am Anfang hat man gedacht, oh je, der malt ja furchtbare Sachen, also total grottig. Aber in einem halben Jahr haben die sich schon super verbessert. Das heißt, und dann, keine Ahnung, nach ein, zwei Jahren waren die richtig gut. Das heißt, dass mein Professor quasi ein Auge dafür hatte, aus wem was werden kann, sozusagen, wer sich halt entwickeln kann. Ne? Ja. Und eigentlich kann man sagen, bei mir jetzt in der Klasse, alle, die jetzt irgendwie nicht faul waren, die haben fast alle sind richtig gut geworden. Ja. Also, aber ja. Aber was ist für dich so, du sagst, da am Anfang waren sie vielleicht nicht so gut und danach waren sie gut. Was ist das entscheidende Kriterium, ja, für einen Künstler? Also, was ist gut, was ist schlecht? Wie kann man das beurteilen? Das ist also schwer zu beschreiben. Das sehe ich halt einfach sofort. Ich kann dann, klar, wenn ich davor stehe, könnte ich das jetzt schon beschreiben. Aber also wenn ich jetzt durch eine Ausstellung gehe, dann habe ich allgemein schon selektive Auslese, treffe ich da. Also ich schaue mir überhaupt nicht alles an, sondern nur das, wo ich sehe, ah ja, das ist gut. Also ja. Und dann könnte ich schon, wenn ich jetzt das Objekt sehe oder das Bild, dann könnte ich schon sagen, warum das ist gut, warum ist das nicht gut. Aber das sind natürlich jahrelange Sehgewohnheiten und Erfahrungswerte, die dann aus für mich zumindest dazu führen, dass ich behaupte, einschätzen zu können, was ist gut. Ja. Ich meine, andere Leute sagen, ja, das kann man gar nicht sagen, aber ich finde, kann man schon, es gibt ja einfach total lapidare Sachen, wo man sagen kann, das ist einfach Hobbykunst, sage ich jetzt mal. Ne? Und natürlich gibt es da keinen allgemeinen gültiges Kriterium. Es gibt keine Jury, die sagt, ah, das ist jetzt künstlerisch wertvoll und das nicht. Also das empfinden die dann vielleicht auch wieder verschieden, nicht? Ja. Also bei konzeptueller Kunst ist es dann noch schwieriger, weil dann steht mehr die Idee dann dahinter, als jetzt, wie es jetzt praktisch ausgeführt wird. Ne? Ja, ja. Du arbeitest ja schon ziemlich auf großformatigen Leinwänden. So, du hast aber erzählt, du würdest wirklich so ein riesiges Bild malen, wo du eigentlich nicht so genau weißt, wie kannst du deine Technik überhaupt auf so ein Bild realisieren. Ja, Welches Format schwebt dir denn vor?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich, also für mich ist es groß, aber für andere vielleicht wieder nicht. 200 mal 180 habe ich Ja. Leinwände bei mir im Atelier stehen. Das ist für mich schon eine Bewältigung, also eine Herausforderung, weil man das dann kaum noch über. Also ich weiß, es gibt Leute, die malen viel größer und für die ist das dann klein, aber für mich halt nicht. Weil, ja klar, weil ja meine Motive sind ja so diffus, sag ich jetzt mal, und dann ist das ja auch super schwer einzuschätzen, umso größer halt die Leinwand wird, wenn ich jetzt hier an dem Platz male und dann ist da irgendwie noch, ist die Leinwand ja dann doch relativ hoch, dass dann das am Ende dann insgesamt funktioniert einfach, ne? Weil, und das, ja. Muss ich dann, klar, muss ich einen größeren Pinsel nehmen, also muss man dann ein bisschen und ich muss dann stehen, weil ich mal doch, wenn ich jetzt die ruhigen Bilder mal im Sitzen, wenn ich jetzt bei 2 Meter kann man dann nicht mehr im Sitzen malen und es ist aber, ja, also gut, was habe ich jetzt? 160 mal 150 habe ich schon letztes Jahr auch gemalt, das hat gut geklappt. Habe ich dann das Bild am Ende umgedreht. Also das gibt es auch manchmal, dass die Bilder dann umgedreht besser aussehen, also wie ich mir es gedacht habe. Aber das finde ich jetzt, ist ja auch nicht schlimm. Ja. Hängen die Aber Bilder immer so bei deinen Ausstellungen, wenn andere Leute die hängen, hängen die immer richtig oder kommst du ab und zu und dann sagst du ja, irgendwie? manchmal hängen die auch verkehrt rum hin, auch die Galeristen. Aber es stört mich jetzt nicht. Also, weil. Also auch manchmal Kunden hängen es auch manchmal andersrum. Weil es gibt schon Bilder, wo man tatsächlich nicht unbedingt sagen kann, das ist oben und das ist unten. Also ich Ja. selber habe zwar einen oben und einen unten, aber ich gucke dann auch manchmal, ob es jetzt vielleicht umgedreht besser aussieht. Also Ja, und ja. die Galeristen hängen das auch schon ab und an mal verkehrt rum hin. Ja. Und je nachdem, also manchmal denke ich, ja, so rum sieht es auch gut aus. Also das ist jetzt für mich kein Zwang irgendwie, ich habe jetzt so rum gemalt, deswegen muss es jetzt so rum sein. Dann muss man, kann man ja Ja. schauen, wie es halt am besten wirkt. Also das kann man eh sehen. Man dreht es dann und denkt, nee, so ist die beste Position quasi. Ja. So. Ja. Rehe, was wünschst du dir so für die nächsten Jahre in dem Sinne? Also willst du einfach gelassener, ruhiger werden, mehr zu der Mitte kommen oder eigentlich noch mehr so von dieser Wut oder ja, dieser starken Energie profitieren? Was hast du dir da vorgenommen, wenn du das vorgenommen hast? Und welche Veränderungen Ja, würdest du dir wünschen? ich denke, ich will beides. Einmal diese, also dass diese Harmonie, ist immer so abgeklatschtes Wort, diese Tiefe will ich auf jeden Ja. Fall noch verstärken. Und das gilt ja für beide Methoden, also für die dynamische Methode und für die ruhige Methode. Also ich will auf jeden Fall, ich denke mal, insgesamt noch mehr an mich in die Abenteuerwelt hineinbegeben. Von daher denke ich mal, dass, also das, was ich halt jetzt so spüre, ist halt so eine, wie gesagt, die Malwut. Ich habe nicht mehr so, also momentan nicht so die Geduld, total ruhig. Ich sitze schon relativ ruhig, ja, aber ich habe mehr. Noch mehr so ein Bedürfnis auf mehr Wildheit quasi. Ne? Das Ja. kommt jetzt dann auch durch meine Erlebnisse in Lateinamerika, weil da war alles so dynamisch und organisch und nicht so steril, also überhaupt nicht steril quasi. Und dann merke ich schon, dass mich so eine Art Ungeduld, oder Ungeduld kann man nicht sagen, aber so die Sehnsucht nach Lebendigkeit und nach dem wilden Leben sozusagen hat mich jetzt dann wieder gepackt und dann kann ich mir schon vorstellen, dass halt die Striche auch wilder werden. Ja, das ist zumindest moment derzeit so. Ne? Es ist ja so, jetzt ist es nicht so, aber früher war es zum Beispiel so, dass ich Sachen gemalt habe, die ich mal werden wollte. Also zum Beispiel habe Okay. ich.
das war vor 20 Jahren oder noch länger her, habe ich Löwen gemalt, die so aus dem Bild rausgesprungen sind. Also so. Und dann zu der Zeit war ich noch so ein bisschen schüchtern, ja. Und dann da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt wahrscheinlich, weil ich irgendwie mal mehr expressiv sein will, also überhaupt als Mensch auch, ne? Und dass ich mehr rauskommen will. Also das heißt, manchmal malt man auch etwas, was man noch in Energie, die man vielleicht jetzt noch nicht so im Leben integriert hat quasi und sich vielleicht noch nicht getraut, irgendwie so, so oder so zu sein. Also man ist es ja innen schon, ne? Aber man traut sich noch nicht in seinem Leben auszudrücken vielleicht. Und dann malt man das und dann kommt man halt irgendwie dahin. Also auch als Mensch sich dann weiterzuentwickeln. Ja, So. ja. Ja, aber das bestärkt nochmal so, dass deine Umgang mit Kunst, das ist ja schon eine Art Therapie und auch so die Ja. Möglichkeit, wirklich aus sich herauszuwachsen und etwas Neues zu probieren und überhaupt, Ja. ich glaube, die Kunst zeigt ja auch ganz gut so, wo wir hinwollen. Also das ist so, wie du Ja, sagst, so ein bisschen genau, ja. versetzt, bloß halt so, oder beziehungsweise man sieht die Zeit, die kommt, ja, oder wo man hingehen Genau. will. Ja. Daher kann man jedem eigentlich nur empfehlen, sich kreativ zu betätigen, weil ja, die Ergebnisse, die zeigen auch so, was ist einem wichtig, wo will man hin und ja, welche Möglichkeiten es gibt, die man vielleicht noch nicht so bewusst wahrnimmt. Ja, das Ja, genau. Ja. Rehe, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Ja. Gespräch. Das war super spannend für mich und ja, Danke. es hat sehr viel Freude bereitet und ja. Wünsche ich dir alles Gute. Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.